Endlich habe ich die App fertiggestellt, mit der ich alle Daten auslesen kann und in der Werbebanner versteckt sind, die Abo-Fallen enthalten. Nun kann der Spaß beginnen. Diese App schafft es nicht mehr in die Stores. Wenn du sicher gehen willst, dass solche fiesen Apps nicht auf deinem Smartphone landen, dann habe ich ein paar Tipps für dich. Benutz nur offizielle App Stores. Installiere nur Apps, denen du vertraust. Lies vorher die Beschreibung der App und die Bewertungen von anderen Nutzern. Die können dir dabei helfen zu entscheiden, ob die App tatsächlich was für dich ist. Bluetooth und WLAN solltest du nur einschalten, wenn du es tatsächlich brauchst. Lies auch genau durch, welche Berechtigungen du einer App erteilst. Sobald du auf Installieren drückst, erscheinen alle Berechtigungen untereinander. Benutze den rechten Pfeil, wenn du nicht weißt, was die Berechtigung genau erlaubt. Eine Taschenlampen-App, die auf persönliche Daten wie Kontaktdaten, GPS-Standorte, deine Telefon-ID, Anruf- und Nachrichtenlisten oder auf dein Konto zugreift, ist alles andere als seriös. Von der sollte man lieber die Finger lassen. Denke daran, dass du entweder alle Berechtigungen akzeptieren oder ablehnen musst. Wenn du auch nur eine Berechtigung nicht erteilen möchtest, solltest du die App gar nicht erst installieren. Watch out, damit Data Devils dich nicht abzocken.